Ich würde mal sagen, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim, zu einem nächtlichen Part Pokémon Sonne hier auf Route 7. Vermutlich ist es bei euch jetzt nicht sehr nächtlich, während ihr dieses Video guckt. Und wahrscheinlich so gegen 14 Uhr. Und wahrscheinlich, ja, und da kommt man jetzt nicht lang. In dieser Barriere des Captains kommst du erst vorbei, wenn du die Prüfung im Villa Vulkanpark bestanden hast. Dann werden wir sie mal bestehen. Und da geht's lang. Im Weller Vulkanpark. Da sind wir richtig. Im Weller Vulkanpark. Hier brennt das Feuer besonders heiß. Ja, heute geht's, wie es aussieht, an die Herausforderung. Tipps für Trainer. Dank der Mehrzwecktasche im Beutel kannst du deine Items besser sortieren. Bei mir ist es mitten in der Nacht und ich spiele Pokémon Sonne. Und was gibt es einen besseren Zeitpunkt für Pokémon Sonne als nachts? Ja? Am Tag? Ach, Quatsch. Du findest das Item Hypertrank. Hypertrank wurde in der Medizintasche verstaut. So, hier ist eine Kampfherausforderung. Nicht die Inselherausforderung, aber die Kampfherausforderung. Ein Trainer auf Inselwanderschaft. Zeig mir deine Pokémon. Ich will Fotos machen. Ja, den Kreis habe ich jetzt nicht sehr schön gemacht. Urlauberin Babsi fordert dich heraus. Urlauberin Babsi setzt Mauzi ein. Los, Lea die Dritte. Mauzi gegen Mauzi. Nun, was soll Lea die Dritte tun? Ich würde mal sagen, bis, das ist sogar etwas effektiv. Oh. Das Mauzi setzt Kratze ein. Ich fürchte, dass mein Mauzi es nicht aushalten wird. Und deshalb mal schnell einen Trank her. Nein, kein Herzkonfekt, ein Supertrank. Zack, wieder aufgeladen. Ich muss nach diesem Kampf, glaube ich, mit meinem Team sortieren. Noch einmal Biss und dann haben wir das auch. Denke ich. Und Biss. Zack. Das hätten wir. Zwergenfürst gewinnt etwas Geld und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Hobbyfotografin hervor. So, bevor der nächste Kampf ansteht, mal schnell nach dem Team gucken. Passt doch eigentlich so. Ich will Lea trainieren. So, Lea ist dann auch wieder geheilt. Und da geht's rein. Sieht so aus, als wäre das hier schon die Inselprüfung.
Wenn auch Vulkanpark herrscher Bereich. Dann reiten wir mal geschwind Richtung Herrscherbereich. Und bist du der Herrscher? Ich bin's, Kiave. Zusammen mit meinem Knuga halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also meine Prüfung. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich mir natürlich trotzdem stellen. Stimmt's? Oder habe ich recht? Unbedingt ab in den Kampf. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eins. Eine gute Beobachtungsgabe. Du solltest mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge die Prüfung beginnen. Ach, gar kein Pokémon-Kampf. Ach du Kacke. Ja, meine Beobachtungsgabe ist jetzt nicht gerade die beste. Präge dir die Tanzpose gut ein. Naja, das kann ich dir sagen. Der Endmove ist ja irgendwie. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Das Knoger links, das Knoger in der Mitte, das Knoger rechts. Das ist in der Mitte, würde ich sagen, oder? Na sowas. Das hast du aber gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knoger. Knoger! Ah, jetzt müssen wir kämpfen. Mal sehen, ob Max das so richtig ist. Ja, gegen Knoger. Mal gucken. Ich versuch's mal mit Plage. Ein Versuch ist es wert. Das hat sogar eine bleibende Wirkung. Oh ja, hab ich gesagt. Dass es effektiv ist. Auf Dauer ja, aber ich versuch's mal mit Glückstrahl. Ganz vorsichtig. Oh. Kann man wohl effektiv nennen. Ui, sieht die Anzeige gar nicht. So. Nochmal Wasser. Ne, Blutstrahl. Ich hab fast Wasserstrahl gesagt. Zack. Besiegt. Das war ja nicht so ganz so schwer. Das war nur nicht so schwer. Level 18. Habe ich jetzt die Prüfung geschafft? Das Knoga war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Ja, ich greife auch vor Freude lauter von Leuten an. Ich gehe auf die Straße und freue mich so sehr, dass ich die Leute sehe. Deshalb greife ich die einfach an. Ja, und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Ach so, ich muss gegen alle drei kämpfen. Ja, wunderschön. Okay, das ist Nummer 1. Gut merken. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Ja, ist klar. Der Wanderer. Na, sowas. Das hast du aber gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Wo kommt denn der Wanderer hier? Sag mal, wo kommt denn jetzt ein Wanderer her? Wanderer Gareth fordert dich heraus. Okay. Magma. Das ist ulkig. Aber Max kann hier, glaube ich, was anrichten. Denke ich. Ein Glückstrahl. Denke ich, ist ganz effektiv. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ich habe einen Tipp bekommen, dass sich diese Prüfung gewaschen hat, also dass in dieser Prüfung extrem wird, also dass die Prüfung anstrengend wird, aber falscher Tipp angeblich. Falscher Tipp anscheinend. Tja. Bisher war diese Prüfung noch nicht sonderlich anstrengend oder kompliziert. Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du ihm deinen Tipp richtig darfst. Er hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Sagte ich doch gerade eben. Ich gehe mal raus auf die Straße und greife mal jemanden an, weil ich mich freue. Kommen wir nun zum letzten Tanz. Na, wenn der genauso leicht ist. Ja, damit. Wieder der Wanderer. Präge diese Tanzpose gut ein. Wo taucht denn der wieder auf, der? Und jetzt fehlt der Wanderer. Och, nö. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Das schwarze Pokémon, das unbekannte Pokémon, das seltsame Pokémon. Och nö, komm schon. Herrscher-Pokémon, das schwarze Pokémon, das unbekannte Pokémon, das seltsame Pokémon. Vermutlich ist das das Herrscher-Pokémon. Es könnte aber auch ein schwarzes Pokémon. Es ist ein schwarzes Pokémon. Es ist auch ein unbekanntes Pokémon, ich kenne es nicht. Es ist auch ein seltsames Pokémon. Ein sehr seltsames sogar. Verdammt. Na, sowas. Das hast du ja gut gemacht, fast schon ein wenig zu. Dein Auftritt, Herrscher-Pokémon. Und wären hier alle richtig gewesen? Amphira, Herrscher, greift an. Und was ist das für ein Vieh? Na gut, vielleicht ist das, was an dem Kampf schlecht sein soll, anstrengend sein soll. Doch sie. Mal sehen. Setz mal Plage ein. Effektivitätshalber. Ich sollte mich auch mal aufladen. Also einen Trank nehmen. Ruft Mitstreiter. Natürlich, klar. Was denn auch sonst? Ein Muluk. Ein Muluk. Nein, nicht ganz. Ein Muluk. Na, ist das ein Muluk? So. Besiegen wir jetzt mal das Muluk und oder auch nicht. Nein, ich brauche mal einen John. Ich habe da so eine Vermutung, dass das jetzt wie versprochen schwer wird. Ja. Feuerzorn. Ja, okay. Versuch's mal mit Schlecker. Könnte ja klappen. Eventuell. Toxin. Ja, vergiftest du mich auch noch. Danke sehr. Muss mich in der Pokepause mal drum kümmern. Ja. Hab ich gesagt, dass der Kampf kompliziert wird?
Eigentlich muss John ja jetzt das Herrscher-Pokémon besiegen. Nach den Regeln. Und sich rächen, sozusagen. Wenn man das nicht schafft, das macht's tot. Ja, toll. Mach's es tot. Geil. So ein starkes Pokémon krieg ich nie wieder. Habe ich es jetzt gerade auf den Falschen eingesetzt? Ja, ich habe es auf den Falschen eingesetzt. Ist sowieso egal. Ein Karl. Und dann habe ich noch einen Pummeluff oder sowas. Ja, habe ich einen Beleber? Ja, ich habe einen Beleber. Ich habe sogar 8 Beleber. Ich setze meinen Beleber ein. Max. Ja, Karl wurde besiegt. Ich muss auf Max hoffen. Und das ist nicht gut, wenn ich meine ganze Hoffnung auf einen Pokémon setze. Das schon mal besiegt wurde. Ja, ich kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen, ich weiß. Ein Supertrank. Max. Fluffy wurde besiegt. Ja, Fluffy wurde auch noch nicht trainiert. So, halt's durch, Max. Ich würde das gerne schaffen. Ich versuch's mit Blubstrahl am Vierer. Es kann sein, dass ich das schon mal versucht habe. Ich bin sehr vergesslich. Ja, klar, vergiftet. Was denn auch sonst? Zack. Okay. Eine leichte Chance besteht. Los, Max. Schaffst das. Ich vertraue auf dir. Was? Ich konnte nicht. Blubber einsetzen. Strahl. Komm. Ist unfair. Ich war doch schon. Ich hab doch schon. Och nö. Komm, ich hatte den fast besiegt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das Prozedere wie bei der letzten Prüfung. Ich behalte Max erstmal dabei. Ich weiß, das verstößt gegen die Regeln, aber ich brauche den für diesen Kampf. Zoom. Ja. Ja, die Geistenszenen habe ich jetzt nicht mit drauf, aber ja, ich habe es dann irgendwann geschafft nach dem dritten Anlauf. Tut mir leid. Die besten Szenen sind nicht mit drauf. Aber gut. Wenn ich alles haben. Geschafften Kampf und eine gute Szene. Ja, ich kann dir mal verraten. Ich habe auf Max gesetzt. Ich habe dann Z-Attacke eingesetzt von Max und hab's somit dann halbwegs geschafft. Wow! Großartig, absolut großartig, unglaublich, wie dir deine feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind.
Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium-Set überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Und da ist das Pyrium-Set. Unser vierter Stempel. Zack. Vierte Herausforderung bestanden. Vierte Prüfung bestanden. Und so geht die Pause für die Zettkraft vom Typ Feuer. Prägt sie euch gut ein. Na, wenn das mal nicht episch ist. Euch vielen Dank, liebe Knoga. Und wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. 10 Exemplare des Items Flottball, okay. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Lurak ganz einfach per Pokémobil herbeirufen und flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Lurak kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Ja, steige den Berg hinab und zeige das Pyrium-Set, die Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort, solange bis wir herausgefunden haben, was mit dem ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon in Alola verbindet. Jo, endlich, nach etlichen Versuchen, würde man sagen, ich gehe zu der Barriere runter, die lösen wir heute noch, aber danach mache ich Schluss, danach, der Part ist schon lange genug. Intragusu. Das würde ich mir ganz gerne fangen. Ich lasse es aber erstmal bleiben, weil jetzt nicht, vielleicht später mal. So, da sind wir wieder raus. So, Barriere. Weg. Oh, du hast das Pyrium Set. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen. Javas Prüfung. Na, dann wollen wir mal. Ein Tunnel. So, bitteschön, du kannst jetzt durch zum Schattendschungel der Prüfungsstätte von Captain Maho. Gelangst du über Route 8. Was, noch eine Prüfung auf der Insel? Oh je. Ja, und hier geht's dann weiter im... Wo? Wie kurz war denn dieser Tunnel? Naja, stell mich mal hier hin. Von hier aus geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Abo da lassen, falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Und Däumchen nach oben, wenn ihr diesen Part schön fandet. Und wenn es euch gefallen hat. Ja, bleibt nur noch zu sagen, haut ran. Ciao, ciao.